Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich aus Essen mit der Baureihe 101. Und zwar stelle ich euch eine ganz, ganz tolle Mod vor. Es geht nämlich darum, dass eine Überarbeitung für die Baureihe 101 draußen ist mit verschiedenen Repaints, unter anderem hier diese wunderschöne Starlight Express Mod, beziehungsweise die Lackierung hier. Und mit dabei auch noch eine Sound Mod, die da mitgeliefert wird gleichzeitig. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir gucken uns alles mal hier in Ruhe an. Und ja, fahren einmal hier von Essen nach Duisburg. Dazu einmal den Fahrtrichtungswender rein. Türen auf. Dann einmal zack. Ja, da merkt man sofort, die Geräusche sind neu. Hier auch die Geräusche für die E-Bremse. Sehr schön. Oder? Moment. Wenn jetzt die Bremse komplett auslöst. So, und wenn ich jetzt nur die E-Bremse anziehe. Hört ihr das? Ist wunderschön. So. Na, wir ziehen mal hier, bevor wir losfahren, die direkte Bremse an. Okay. Was können wir noch machen? Wir machen die PZB und die LZB auch noch an. Einmal hier Signalleuchten, zack, auch neue Geräusche, dann PZB, LZB und SIFA gerne an. So. Das passt soweit. Wir haben auch, glaube ich, noch einzelne Überarbeitungen der Texturen hier im Führerstand, glaube ich. Wir machen mal die Türen zu. Schließvorgang eingeleitet. Herrlich. So muss das. Ja, wobei lassen wir mal einmal hier das große Licht an. Hier noch die Instrumentenbeleuchtung gerne erhöhen. Anzeigenhelligkeit hoch. Und LED-Helligkeit hätte ich auch noch gerne hoch. Dann können wir einmal wieder auf das Fahrplanlicht umstellen. Dann die Bremsen lösen. Nämlich die direkte Bremse. Und wir hören uns mal an, wie die 101 anfährt. Hören wir uns mal erstmal von innen an. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, das klingt ordentlich. Ausfahren dürfen wir mit 100. Ja, schön sieht die alle mal aus. Klingt auf jeden Fall klingt anders als der Sound, der mitgeliefert wird, aber vielleicht ist das ja der originalere Sound. So. Ja, direkt hoch auf die 130. In Mülheim müssen wir nicht halten. Und hoch auf die 160. Einmal Hebel on the table. Ja, mit dazu wird übrigens auch die, sind da verschiedene Repaints mit dabei. Unter anderem hier dieses Starlight Express Lock. Dann gibt es da die Lok in der Variante, die Intercity-Lackierung, ne, mit diesem roten Streifen. Und noch
drei, vier weitere Varianten und das ist schon alles sehr schön. So, einmal den AFB-Hebel nach vorne und AFB an. So. Da wird automatisch bei 160 abgeregelt. Das klingt schon alles sehr gut hier. Hören wir uns mal an, hier, wenn wir die Fenster aufmachen. Auch ein neues Geräusch. Ja, das scheint nicht ganz zu klappen. Also man hört, glaube ich, keine Außensounds. Erstmal die Verriegelung wieder zu. Also die Mod wurde ganz frisch veröffentlicht. Es kann gut sein, dass das nochmal geupdatet wird. Nee, da fehlen irgendwie die Außensounds. So, einmal runter auf die 130. Wir werden mal in Mülheim zusätzlich einen Halt einlegen. Dem Grund geschuldet, dass ich mir die Außensounds auch gerne mal von außen anhören würde beim Anfahren. Die Anfahrsounds von außen anhören würde, so. Dazu müssten wir aber gleich auch, meine ich, anhalten. Ja, das ist noch nicht Mülheim Hauptbahnhof, aber das hier, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube, hinter dieser langgezogenen Rechtskurve, die gleich kommt, ist Mülheim Hauptbahnhof. Daher halten wir mal an. Weit noch, ich glaube, da ist noch ein ganzes Stück. Da kommt nämlich erstmal noch eine 100er Ankündigung, weil wir durch Mülheim nur mit 100 fahren dürfen, meine ich. Und dann kommt der Hauptbahnhof. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das muss man sagen, ne? So, hier vorne kommt dann gleich Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof. Ab hier sind es 100. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein Zischen, wenn man die Bremsen anzieht und löst, ne? Aber ich weiß nicht, na, es ist recht leise vorhanden. Vielleicht ist das ja auch prototypisch. Okay, dann machen wir jetzt nichts anderes, als dass wir uns hier am Bahnsteig hinstellen. Ja, machen wir das mit der Kamera 3, mit der Verfolgungskamera. Lösen die Bremsen. Ja, auch da fehlt mir so ein bisschen so ein Zischen. So, Bremsen lösen sich. Ja, ja, klingt ordentlich. Also, das ist jetzt Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, aber man hat halt so ein kleines bisschen gehört, wie die Sounds ja mehr so stufenweise reinkommen und nicht so ganz mit einem schicken Übergang, aber auch nur, ja,
recht unmerklich, oder? Also ich finde das an sich ist das immer noch wirklich toll gemacht. Auch die Repaints, ne? Toll. Gar keine Frage. Also großen, großen Dank an die Leute, die an der Mod dran saßen. Sind die gleichen, die auch die ICE1 Soundmod zu verantworten haben. Ja, also tolle Sache. Ganz, ganz toll. Nur vielleicht dass hier keine Außensounds reinkommen mit dem Fenster. Ja, man hört es aber für so eine Millisekunde und dann ist es aber auch wieder weg. Das wäre vielleicht noch schön. Was ist mit der Tür? Ja, auch mit der Tür, ne? Ja, auch mit der Tür ist es halt so, dass da die Außensounds leider fehlen. So, E-Bremse wird von der AFB reingenommen. So, noch 4 Kilometer, dann sind wir in Duisburg. Starlight Express. Ist, glaube ich, eine Aufführung in Bochum, ne? Nehmen wir mal nur die E-Bremse. Jawohl, das macht die AFB auch sehr gut. Und hier vorbei durch die Brücke. Also die Fahrsounds auch hier in diesen höheren Geschwindigkeitsbereichen, das klingt schon echt gut. Das klingt schon sehr realistisch, glaube ich. So, wir müssen mal ordentlich jetzt mal runter. Also auch hier die Sounds, wenn man die ganzen Taster und so betätigt, das ist auch anders, das hat sich auch geändert. So, 90, jawohl, 85 ist erreicht. Schauen wir mal, dass sich die Bremse löst, bis wir die 60 km/h erreicht haben. Was jetzt der Fall ist, also AFB einmal runter auf die 60. Können ja eigentlich jetzt rollen lassen, brauchen keine Leistung mehr aufzuschalten, weil wir jetzt eh halt zu erwarten haben und die Einfahrt in den Bahnhof mit 60. So, Duisburg Hauptbahnhof, da endet unsere Fahrt auch heute. Einmal hier rechts rüber. Auch hier schön die Geräusche, wenn man über die Weichen fährt. Ja, sehr schön. Und dann sind wir auch schon da. Ja, die Türen kriegst du gleich. Was sind wir verspätet? Ja, okay, 1 Minute. Vielleicht aufgrund unseres, ja, zwischendurch eingelegten Haltes. Bitte nicht einsteigen.
500 Hertz Magnet ist an. So. Madame et Monsieur, wir sind in Duisburg. Leider, wer auch immer hier aussteigen möchte, mein Beileid. Nehmen wir mal die E-Bremse rein. Voll rein. Und ein bisschen Luftdruck hinterher. Und wir machen die Tür auf. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen hier bei dieser Vorstellung der Soundmod. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Großen Dank an die Modder für die tollen Repaints und die Soundmod. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.